Was geht, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von Magicraft. Wir sind wieder am Start. Letzte Folge haben wir ja ein bisschen splashy gemacht. Passend zum warmen Wetter haben wir es mal ein bisschen mit Wasser versucht, ein bisschen abzukühlen. Mal gucken, was wir diese Runde machen. Ich will eigentlich mal wieder so eine Runde haben, wo ich verfrühten Abracadabra habe. Aber das ist halt so ein Ding. Ah, guck mal. Ein Bumerang. Aber das ist halt so ein Ding, was halt echt selten vorkommt, am Anfang direkt eine Abracadabra zu bekommen. Ist halt nicht so gang und gäbe, ne? Ich glaube, man könnte aber auch am Anfang direkt so ein... Ja, so allgemein epische Sachen könnte man, glaube ich, sogar schon finden, ne? Ja, gucken wir mal, ne? Vielleicht ist das Glück uns hold. Reduktion Projektil Speed bei 20%. Euer Max MP nehme ich mit. Magic Bullet nehme ich auch mit. Wow. Sorry. Wobei ich ja eigentlich mal wieder gerne den Spinnenexplosionsdings machen würde, gerne, aber weiß auch nicht, ob das so. Na komm. Ja. Es ist doch eigentlich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Aber wieder Boomerang? Ich weiß nicht. Ich meine, Boomerang ist ja schon ziemlich geil so an sich, ne? Aber es ist schon wieder Boomerang? Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge echt viel Boomerang gehabt, ne? Deswegen halt. Noch einer? Aha. Könnten wir theoretisch sogar schon... Oh, guck mal, Arkane Explosion. Wollen wir mal auf Arkane Explosion gehen? Das ist ja eigentlich gar nicht so scheiße, ne? Aber das ist halt wieder so eine Sache, wo man sich so denkt, so... Ist das jetzt so gut? Ich habe nicht mehr so viel. Ich nehme mal mit. Ja, super. Das mit, schmeißt es aber auch direkt wieder weg. Oh, funktioniert doch. Oh. Und noch ein. Boah. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe tatsächlich auf Boomerang 2. Irgendwie. Ja,
I mean, mit vielen Gegnern ist das eigentlich ziemlich geil, ne? Also. Maybe vielleicht doch. Der Damage ist ja schon wirklich ziemlich krass. What the fuck? Digga, wieso kommt eigentlich nur so ein Scheißball rum? Yay, ich bin kleiner. Yippie. Ich bin ein kleines Männchen. Kollektoption. Nee, maximal HP. So. Ja. Oh, das nehme ich mit. Bin ich mal gespannt. Ha. Interessant. Darauf habe ich ihn spekuliert. Sehr gut. Mehr Gold. Ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Bleibe ich jetzt auf Arcane-Explosion? Weil. Könnte schon ziemlich lustig sein, eigentlich. Regeneration, das nehme ich mit, ist nämlich sehr wichtig. Dann tue ich mal das hier machen.
Das ist crazy. Das habe ich auch vergessen. Es ist noch größer. Oh, nicht schlecht. Oh, das ist geil. Aber den verwende ich dann erst, wenn ich ein bisschen mehr HP habe. Easy. Ja, das Problem ist halt einfach der Damage, der fehlt komplett, ne? Also, ja, das wird am Ende wahrscheinlich dann das sein, was nicht gut sein wird. Also das sollte doch eigentlich jetzt auch mit dem hier synergieren, oder nicht? Hm. Alter Vater. Also wie gesagt, bei so vielen Gegnern ist er da auf jeden Fall direkt GG. So. Okay. Okay, man kann es auch jetzt leicht übertreiben, ne? Jetzt kommt ihr einfach schon die, also. Ja, Granaten-Action hatten wir schon gehabt, Leute. Also, tut mir sehr leid. Eigentlich auch schon ein paar Folgen her, aber egal. Ist schon ziemlich geil. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir echt ein Backup bräuchten, eventuell. Ja, halt die Granaten, ja. Für halt, wenn es dann vielleicht doch ein bisschen krasser wird. Jetzt kommt noch eine Expansion Stone dazu. Meine Güte, Alter. Ich meine, das ist halt schon. Ja, der Damage ist halt schon echt wichtig eigentlich und der ist nicht vorhanden hier. Das ist halt crazy. Und vor allen Dingen mein Mana ist auch jetzt nicht das krasseste.
Also man könnte es halt auf die Spitze treiben, ne? Komplett auf die Spitze treiben. Wichtig, den auch noch mal zu haben. Der war nicht schlecht. Es kommt auch schon der Gegner. Ich bin mal gespannt. Okay, wobei das eigentlich schon relativ gut reingeht. Alter, das Mana ist halt komplett für den Arsch. Es geht. Also, ich habe es mir tatsächlich irgendwie jetzt schwerer vorgestellt, aber es geht tatsächlich sogar. Also Welt 3 wird eigentlich meines Empfindens jetzt nicht schwer werden. Weil der ja, da kommen ja eh viele Gegner. Ja, okay. Ja. Überraschenderweise geht das ziemlich gut. Das ist schon nicht schlecht. I mean, ich war gespannt. Wobei der Stab ja eigentlich ziemlich gut ist wegen dem Damage. Damage Boost bei 50%, wenn MP ist below 50%. Ne, below 10, okay. So, jetzt ist halt das. Okay. What? Das lässt es ja komplett ausrasten. What? Also das ist krass. Holy moly.
Ohne das kommen die, glaube ich, schneller, oder? Bin ich bescheuert? Ach, keine Ahnung. Ich lasse es mal. Damage Boost rein in die Butter da. Ach nee, Digga. Kann sich wieder 0 Jahre dauern, Leute. Handeln. Ach komm schon. Oh. Ah nee, geht gar nicht mehr. Oh. Ah, jetzt. That's interesting. Also, das ist ja perfekt, ja, ey. Okay, okay. Ganz ruhig, Leute. Alter. Das ist aus Rastorino hier, ey, wirklich. Digga, der Damage ist ja insane. Huh? So, warte mal, guck mal hier. Jetzt habe ich ja erstmal Gold.
Das ist lächerlich. Oh, geil. Junge, die sind ja schon fast tot, wenn sie rauskommen. What the fuck, einfach nur. Was ist der Wahnsinn? Also ich brauche definitiv mehr Mana. Beziehungsweise Mana-Regeneration. Viel mehr Mana-Regeneration. Und einen besseren Stab mit Mana. Also nee, ein Stab jetzt nicht, weil ich habe echt einen krassen geilen Stab. Also so ist es nicht. Halt, ja, Mana technisch sollte auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu kommen. Jetzt kommt doch wieder zu mir. Hallo, Dankeschön. Dankeschön. Wow. Ist das lächerlich, Alter. Oh Mann, Meter. Okay. Ja, okay. Das ist crazy. Hat er sich gerade... Hat er sich gerade einen Tentakel gesnackt? What? Das können die? The fuck? Das snackt er sich einfach einen Tentakel weg. Was ist denn das für einer? Alles klar. Also wenn ich nicht aufpasse, bin ich gleich tot. Noch 72 Leben, also. Gut ist was anderes.
Nein. Meine Güte, Alter. Okidoki. Ist das krass. Immer mehr Damage dazu, weil das ist einfach der Wahnsinn. I mean, ja, ich hab zwar Damage proportional zu verlorenen HP. Weiß ich nicht, ob das. Also kann ich mal den Boss machen, ja. Nicht runterballern lassen vorher, aber. Was wahrscheinlich auch jetzt der Fall ist, oder? Jo. Ja, da, also jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott, das ist nicht gut. Oh, das könnte sehr schlecht enden.
Wow. Also das war arschhaarknapp, Alter. Um Sakaris Breite. Wow. Puh. Hey, jetzt sieht das, dass es so krass knapp wird. Na gut, ich habe mich auch von jedem Dulli-Hit einmal rein dullien lassen, also. Ja. Ja. Jetzt habe ich natürlich blöderweise echt viel nicht so geiles Zeug bekommen an Debuffs und Flüchen. Schon ziemlich weh tun eigentlich. Das hier tut weh, das hier tut weh, alles andere ist eigentlich okay. Ja, ich muss alles resetten. Bringt ja nicht so, bringt ja nichts. Das rein. Ja, ich weiß, ich habe das hier. Ich weiß. Das würde ich mir eigentlich aufbewahren, eigentlich für den Boss. Oh. Wenn ich dann ohne Damages schaffen würde. Oh mein Gott, okay, das ist cool. So, der Great Reset, so. Der Eichentrank ist natürlich auch gut gebraucht, ne?
Alter, 22 Leben noch. Null Leben. Gut. Das war eine interessante Folge. Wir haben es leider ein bisschen vergammelt mit dem Leben. Aber es war eigentlich gar nicht mal so scheiße. Haut rein und wir sehen bis zur nächsten Folge. Tschüss.